Hallo, ich bin Christian von der Präsentationsagentur Release. Als PowerPoint-Spezialisten beschäftigen wir uns täglich mit der Erstellung überzeugender Geschäftspräsentationen. Wie ihr alle wisst, gibt es in PowerPoint nicht nur Animations-, sondern auch Folienübergangseffekte. Doch die meisten davon sind für den Einsatz in Geschäftspräsentationen eher ungeeignet. Als Standardübergang empfehlen wir immer, den Verblassen-Effekt zu nutzen. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen andere Übergänge hilfreich sind, um Inhalte auf mehreren Folien sinnvoll miteinander zu verbinden. So lässt sich beispielsweise mit dem Schieben-Effekt ein umfangreicher Projektablauf über mehrere Folien hinweg darstellen. Ebenso können auch Bilder als Verbindungselemente zweier Folien genutzt werden, um die Inhalte beider Folien miteinander zu vereinen. So kann man beispielsweise auf der ersten Folie die Spitze eines Eisbergs zeigen und auf der nächsten Folie auf die darunterliegenden Probleme eingehen. In den Effektoptionen lässt sich die Richtung des Schiebeneffekts einstellen. Zusätzlich kann man hier über die Effektdauer auch die Geschwindigkeit des Folienübergangs einstellen. Den hier gezeigten Eisberg findet ihr übrigens wie viele andere Bilder, aber auch Grafiken und Icons in unserem PowerPoint Add-in Slide Room. Schaut doch gerne mal vorbei unter www.slideroom.de.